Wir können auf Start drücken. Du darfst loslegen. Ja, moin, Brigitte. Moin, moin. Schön, dich hier heute mal in der Schifffahrt begrüßen zu dürfen. Wunderbar. Und alle Besucher. Obwohl es ja eigentlich geschlossen ist, freue ich mich doch mal, eine kleine Führung machen zu können. Ein bisschen aus der Schifffahrt zu zeigen, in die Schifffahrtswelt einzudringen mit euch. Möchtest du vorangehen? Ja, ich weiß ja auch schon, wo es lang geht. Hinten, du weißt schon, ja. Genau. Wir beginnen noch mal 5000 Jahre zurück, um uns mal vorzustellen, wie bei den alten Ägyptern im Mittelmeer schon mal so ein Schiff aussah. Übrigens, bevor wir loslegen, kurz der Hinweis. Ich habe heute wieder den Knopf im Ohr. Das heißt, wenn ihr mögt, könnt ihr über die Kommentarfunktion bei euch am Rechner Fragen stellen und dann versuche ich, sie weiterzureichen, dass der Karl die dann beantwortet. Los geht's. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ja, schau doch mal. Wir gehen gut 5000 Jahre zurück. Mhm. Den Nil, die Ägypter. Das sieht doch schon aus wie ein Schiff, wie wir uns das heute vorstellen. Ja, es hat ein Segel. Es hat ein Segel. Es hat sowas wie Ruder. Es hat einen Antrieb insofern dadurch. Und ich gehe davon aus, es schwimmt. Es schwimmt, ja. Damit ist man häufig eben auf dem Nil gefahren. Und wenn du mal schaust, wir haben hier vom Bug zum Heck ein Seil gespannt. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wofür das ist? Wäscheleine? Könnte man sicherlich auch Wäsche drüber hängen, wenn es nötig ist, aber das bietet Stabilität, denn die Bauweise ist noch nicht so stabil. Und wenn wir im Wellengang wären, würden diese Schiffe häufig auch mal auseinander vibrieren. Aha. Das hätten wir später wieder das Problem, wenn es die ersten Dampfmaschinen gibt. Wenn die falsch platziert waren im Schiff, dann konnte das auseinander vibrieren und du auf deiner Atlantiküberquerung hättest dann vielleicht mal deine Schraube verloren. Das will ich nicht, nein. Das wollen wir nicht. Und da hat man das schön verzwirbelt und somit hat man auch eine gewisse Festigkeit im Schiff. Der Anker war damals einfach nur ein kleiner Stein. Okay. Segel gab es auch schon, du hast das richtig erwähnt. Mhm. Und zwar ist das aber ein starres Segel. Wir haben zwar schon so eine Ra hier, aber die ist festgemacht. Und irgendwann hat man anscheinend mal in Ägypten festgestellt, wenn man damit den Nil aufwärts fährt, Richtung Steinbrüche vielleicht, um mit den Frachtschiffen, die es auch gab, große, davon, um Quader für die Pyramidenbau zu holen, dann hat man dort häufig Nordwind, also Rückenwind. Mhm. Und dann ist so ein Segel ganz gut. Fahre ich aber wieder zurück. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig und deswegen hat man, wie man es hier auf der Zeichnung schön sehen kann, den Mast umgelegt, das Segel eingerollt. Und dann wird fleißig gerudert. Du erwähntest das ja. Okay. Was meinst du, auf so Frachtschiffen früher, zum Beispiel auch bei den Phöniziern, so gut 3.500 Jahren zurück, wer würde da rudern, spontan mal? Also ich meine, aus Asterix sagen wir natürlich alle immer die Sklaven. Natürlich, ja. Die kann ich auch nehmen in Kriegsschiffen, Kriegsgefangene, aber ihr werdet es nicht glauben, das war ein Fachberuf. Ein Beruf? Ein Beruf. Okay. Man kann sich quasi, sagen wir es mal, ausbilden lassen zum Ruderknecht. Zum Fachruderer. Zum Fachruderer. Man lernte es und es war hoch angesehen, lange Jahrhunderte, Jahrtausende. Und das denkt man immer nicht. Okay. Aber spätestens, wenn wir dann mal schauen, 2000 Jahre zurück, wenn wir Kriegsschiffe bemannen müssen, wie diese griechische Triere. Ja. Ich sage da manchmal mal etwas sarkastisch vielleicht, man herrscht Facharbeitermangel und wir nehmen jeden, den kriegen können. Und da sind Sklaven oder vor allem auch Kriegsgefangene höchst gefragt. Sag mal, das sind jetzt ganz, ganz viele Zahnstocher, die da rauskommen. Ja. Wie kriegen die sich so weit synchronisiert, dass das kein Verhau gibt, sondern wirklich eine schöne Ruderbewegung? Hier bei einer Triere bräuchten wir pro Seite 90 Ruderer. 90? 90, also insgesamt 180. Ja. Wenn ich damit jetzt mal eine Seeschlacht mache, die Griechen gegen die Perser vielleicht, dann kannst du dir mit vielen hundert Schiffen vorstellen, was da alleine an Mannschaft, an Ruderern gebraucht wird. Mhm. Und jetzt muss ich die natürlich synchronisieren, das ist richtig, weil jeder kann da nicht rudern, wie er will, sonst komme ich durcheinander. Ganz einfach. Wir alle kennen es auch aus den Filmen. Ben Hur, ganz klassisch, kann man es sehen. Dung, dung, ganz dung. Ganz genau, da wird getrommelt. Okay. Also zum Beispiel Musiksignale, entweder ein Trommelsignal, mit der Flöte ein Signal oder später, das hat sich dann entwickelt, wenn wir auf Segelschiffen sind, kann man auch in einem ganz bestimmten Takt singen und dabei die Seemanöver oder Segelmanöver, muss ich genauer sagen, durchführen. Okay. Ja, also einen Rhythmus erarbeiten. Und wenn ich mal muss? Wenn du mal musst,
wenn du angekettet bist, stell dir mal vor, 180 Ruderer hier oder hier so etwa 120 auf der Galeere dann im Mittelalter, hätte ich fast gesagt, also 15., 16., 17. Jahrhundert. Du sollst da jeder, wenn 180 Mann, da muss alle 5 Minuten jemand aufs Klo, ja, den kettest du nicht los, um ihn aufs Klo zu lassen. Okay. Also bleibt nichts anderes übrig, man bleibt am Platz sitzen. Laufen dann lässt lassen? Man laufen, ja. Okay. Und daher gibt es auch Berichte, wo dann eben geschrieben steht, wenn man in die Nähe oder in einen Hafen geht, ja, man kann eine solche Galeere eher riechen, als dass man sie sieht. Und nicht so nach Rosen. Nicht nach Rosen. Mhm. Und so viel zu den hygienischen Verhältnissen. Muss ich nicht haben. Ein Herd natürlich auch für Krankheiten. Ja. Und eine normale Galeerenstrafe hier später kann schon mal schnell 10 Jahre sein. Aua. Dann, wenn du durchhalten solltest, das kommt vor, dann ist noch nicht sicher, dass du auch nach den 10 Jahren entlassen wirst. Denn vielleicht herrscht gerade wieder Mangel an Ruderern. Also kann man auch mal Nachschlag bekommen. Das ist dann bleibt alles man eben nicht 12 Jahre. Nein, zum Glück hat sich das geändert. Wir machen ja heute quasi so ein bisschen auch einen Parforce-Ritt durch viele Bereiche. Und ich würde mit dir jetzt gerne mal etwas, ein paar hundert Jahre wieder, einen kleinen Sprung machen. Okay. Wir gehen mal in die Zeit Kolumbus, ja, den Aufbruch. Und da würde ich dich gleich mal fragen wollen, kennt ihr, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zu Hause, kennt ihr den Begriff Nonplusultra? Ja, ja, verwendet auch schon. Verwendet auch schon. In welchem Bereich heute? Wie würdest du ihn verwenden? Also man sagt, dass etwas ist das Nonplusultra, dann ist es das Beste, was es gerade auf dem Markt gibt, das ja, Größte, Weiteste, Schönste. Also es ist ein Superlativ. So genau definieren wir es heute und gebrauchen es heute. Mhm. Früher, wenn wir wieder zurückgehen zu den Ägyptern und Griechen, Schifffahrt im Mittelmeer, Küstenschifffahrt zu Inseln vielleicht mal, keine Hochseefahrt. Dann gab es dort eine Grenze im Mittelmeer, und zwar, das war Gibraltar. Dort sind die Säulen des Herakles, und dort hieß es non plus ultra, bis hierher und nicht darüber weiter hinaus. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Also danach kommt dann eben die ganzen Mythen, Mystik ins Spiel. Ja, da ist der Hades, so Erfahrungen, Todeserfahrungen, die man da vielleicht macht. Das wäre dann eher das was man heute so mit dem Point of No Return verbindet. Ähnlich, ja, genau. Aber trotzdem gibt es natürlich auch immer wieder Menschen, die es versuchen, wie phönizische Händler, die sind auch damals schon über Gibraltar gesegelt, nach England rauf, Zinn zu holen, zu handeln, nach Afrikas Küste entlang, um dort Handelsplätze zu erschließen. Und jetzt natürlich immer die Frage, erzähle ich es jedem, wo ich war und wo ich meine guten Waren her habe? Lieber nicht. Lieber nicht. Wir wollen das Geschäft machen. Betriebsgeheimnisse. Wir wollen unser Geld verdienen und nicht der Nachbar oder der Konkurrent. Und somit bleiben diese Geheimnisse natürlich verschwiegen oder wird verschwiegen, dass man darüber hinaus gesegelt ist. Und dann gibt es eben auch eine nette Geschichte, dass ein phönizischer Händler sein Schiff vor Gibraltar auf Grund gesetzt hat. Und dann nur damit der Kaufmannskollege, dem folgte mit einem Schiff, nicht weiß, dass er über Gibraltar fährt. Oh. Das war das Nonplusultra. Aber jetzt kommen wir in die Zeit Kolumbus, die Zeit des Aufbruchs, der Erforschung der Erde, auch ganz maßgeblich die Schifffahrt beteiligt. Und da wendet sich das. Dann heißt es nämlich nicht mehr Nonplusultra, sondern dann heißt es Plusultra. Immer weiter hinaus. Wir wollen immer mehr. Soweit wie es irgendwie geht. Ganz genau. Wir wollen immer weiter alles erkunden. Wir sehen hier eine Karte, 1507 gefertigt von dem gelehrten Waldseemüller. Und das ist eine Karte, dort hat man als das allererste Mal diesen neuen Landstrich, den Kolumbus entdeckt hat, eingezeichnet. Das Amerika. Das Amerika, aber anfangs hatte das ja noch gar keinen Namen. Ja. Aber eine Karte, Seekarte ohne Namen funktioniert nicht. Ja. Also muss ich was tun. Und so hat Herr Waldseemüller mit 2 Kollegen sich zusammengesetzt und einfach mal ein Brainstorming gemacht. Und dabei kam raus, wir nennen es Amerika. Ja. Nach Amerigo Vespucci. Jawohl. Ja, nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, einfach stellen in die Kommentarfunktion bei euch unten, einfach in die Software rein. Und dann kriege ich das aufs Ohr vorgelesen und dann muss der Karl beantworten. Ja, er versucht es. So, jetzt haben wir aber das Plusultra, es geht immer weiter. Und jetzt ist ja die Frage, ein Herr Kolumbus, warum segelt er nach Westen?
und will dort einen Weg nach Indien suchen. Der Weg nach Indien ist auch bekannt. Wir segeln dann Afrikas Küste vielleicht entlang, beziehungsweise mit den Winden erstmal Richtung Südamerika, dann Richtung Afrika, darum, dann kommen wir auch nach Indien. Warum hat er jetzt unbedingt den Wunsch, nach Westen zu segeln? Vielleicht wie die Phönizier einen Wunsch nach einem Wettbewerbsvorteil? Ja, es muss ein ganz bestimmter Grund davor liegen oder eine Vorstellung, wie die Erde aussieht. Ja. Nämlich, Kolumbus muss also davon ausgehen, ganz genau, dass die Erde eine runde Form hat. Mhm. Weil sonst macht es keinen Sinn, weil dann wird er nach Westen segeln, kommt irgendwann an den Rand und segelt irgendwo lang. Das heißt, laut er hat der gerechnet, Vorstellung, wie sie immer verwendet wird. Und hat gesagt, irgendwie linksrum wäre eigentlich schneller als rechtsrum. Lass uns mal gucken, ja, ob das geht. Wir schauen mal, auf der Kugel ist es dann ein direkterer Weg, als wenn ich erst nach Südamerika muss, hier dann wieder umdrehen mit den Winden. Man konnte ja nicht kreuzen mit den Schiffen damals, gegen den Wind segeln. Ich muss also natürliche Wind-Wasserströmungen nutzen. Und da ist dann das schon ein direkterer Weg. Hat ja auch geklappt. Hat auch geklappt. Wenn er auch immer geglaubt hat, er hat Indien entdeckt bis zu seinem Tod. Aber es war eben ein neuer Kontinent, war ihm nicht klar. Warum hat er das eigentlich geklappt? Wenn er so gut in Mathe war, dann hätte er doch eigentlich merken müssen, dass das zu kurz ist. Ja, hätte er eigentlich. Aber er ist ja von den neuesten Berechnungen des Umfangs der Erde ausgegangen. Mhm. Und die waren leider falsch. Oh. Hätte er sich an die alten Berechnungen der Griechen von vor 2000 Jahren gehalten, die haben den Umfang sehr viel genauer berechnet. Und daher hat Kolumbus eben auch länger gebraucht, als er eigentlich dachte, dass es wäre in der Fahrt. Okay. Ja. Also ein einfacher Rechenfehler. Schlecht. Voraussetzung über den Umfang der Erde, wie groß ist sie wirklich, diese Kugel. Das heißt also auch, wir haben eine Kugelform und da dachte man früher auch schon dran. Das ist natürlich immer die Frage, wo wird so etwas gelehrt? Auch hier Jahre vorher schon eine neue Karte, ein paar Jahre vorher, da ist Amerika noch nicht drauf. Und also aus der kann würde man schon, jetzt eine Kugel basteln. Da würden wir einen Globus, eine Kugel draus basteln. Also diese Vorstellung, dass die Erde rund ist, ist schon Jahrtausende alt, das weiß man. Ob man das immer jeder weiß, ist ja auch immer eine Frage, wo wird das gelehrt in der Schule, wer nicht, wer geht zur Schule. Ja? Aber bei den Gelehrten ist das Wissen eigentlich schon da. Aber warum man jetzt immer sagt, dass die Menschen früher an eine flache Erde geglaubt haben, da gibt's, das kann man nicht nachweisen, da gibt es nur Theorien. Okay. Aber naja, im Moment sieht es auch recht flach aus hier. Ja, genau. No? Wir können eben immer nur aus der dritten Dimension und dritte Dimension können wir ja auch nicht sehen. Wir sehen ja immer nur dann aus der die zweite Dimension. Aber ist das so viel unterschiedlich wie heute? Vermutlich nicht. Nee? Wenn wir mal schauen in den sozialen Medien, wie viele Theorien gibt es da zum Umfang der Erde? Oder ist sie flach, ist sie hohl und rund oder wie auch immer? Ja? Glaubst du an eine flache Erde? Nein. Gut. Für mich ist und bleibt sie immer noch rund und solide. Alles klar. Ja? Aber genug der Theorie. Ich würde dir ganz gerne lieber mal ein Objekt zeigen. Jawohl, Objekt klingt riesengroß, gut. Riesengroß hier in der Mitte, ein zentrales Objekt. Lass mich raten, es ist ein Schiff. Es ist ein Schiff, jawohl. Die Maria. Die Maria. Die Maria. Nicht der Maria, das Maria, sondern die Maria. Die Maria. Die Maria ist ganz schön groß. Ja. Auch sehr begehrt, immer ein Anlaufpunkt hier, ein Blickfang. Okay. Und das ist ein Fischereifahrzeug aus Hamburg-Finkenwerder. Vom Typ her nennt man das einen Ewer. Einen Ewer. Einen Ewer. Einen Ewer. In Finkenwerder gibt es auch noch Ewer, die nahe, die auch noch segeln. Okay. Ja, gibt es einen Verein und da kann man mal hingehen. Also wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Kutter, dann wäre das völlig falsch. Dann wäre das insofern falsch, ja. Ja. Da gibt es Unterschiede, die sind aber manchmal marginal. So, da kommen auch Fachleute häufig mal durcheinander in der Bezeichnung, was ist was für ein Schiffstyp. Okay. Ganz wichtig, dies ist aber ein flaches Boot. Okay. Es hat nur einen aufgenagelten Balkenkiel. Normal, die Ewer, anfangs waren die auch nur mit einem Mast, ist man auf der Elbe zum Fischen gefahren, gerade Finkenwerder. Und wenn man jetzt im 19. Jahrhundert beginnt, Anfang des 19. Jahrhunderts, da war die Hochseefischerei im Stadtteil Blankenese angesiedelt. Aha. Da waren die meisten. Okay. Und die Fischer Finkenwerder haben eher auf der Elbe gefischt. Mhm. Dann brauche ich auch vielleicht nur ein kleineres Boot mit nur einem Mast, ein Seitenschwert, dann die Pfahlewer. Sag aber mir kommt das gerade so ein bisschen niedrig alles vor. Kannst du dich da mal daneben stellen? Irgendwie, ich könnte es machen. Ja? Das ist auch niedrig. Wir haben hier nicht viel Platz. Okay. Lass uns doch mal schnell runtergehen. Machen wir mal kurz.
Ja, wenn du mal schaust. Ich okay, das wäre für mich schon fast knapp. Ich stehe ja auch noch etwas tiefer hier am Treppenabsatz, als hier der Boden wäre. Ja. Und komme schon fast an die Planken. Das heißt, die 7 Zwerge haben hier an Bord gearbeitet, oder wie? Die Zwerge arbeiten im Bergwerk. Das weißt du doch, das sind keine Fischer. Ja. Aber wir müssten uns hier halt ein bisschen duken. Das ist hier mein Aufenthaltsraum, wenn nicht gefischt wird. Oder um mal eine schwere See abzuwettern. Die Kojen wären für mich sicherlich auch etwas kurz und klein. Aber was meinst du, wie viele haben da drauf gearbeitet? Auf so einem Ewer, knapp 20 Meter lang, 5,50 Meter breit. 20 Leute. 20 Leute. Bedenk bitte, alle, die du darauf verortest, wollen bezahlt werden. 10. 3. 3? 3. Ja. Oh, okay. Dann das ist heißt, doch wieder geräumt. Den Eigner, viel Platz. Den Vormann und einen Jungmann, also dem es gehört. Dann einen älteren Fischerkollege, der sein Handwerk versteht. Und vielleicht und einer, der schuftet, gerade anfängt. Genau, den man alles beibringt. Ein junger Mann eben. Okay. Jetzt kann man aber auch Folgendes machen. Wir stellen uns einfach mal, wir gehen mal zurück in der Zeit. Liebe Brigitte, stell dir vor, 1880 lebst du und eines Tages kommt dein Mann nach Hause und sagt dir, Schatz, ich habe einen Ewer gekauft, wir zahlen jetzt die nächsten 20 Jahre den Kredit ab. Okay. Da wärst du begeistert, oder? Also es kommt jetzt darauf an, ob ich froh bin, dass er länger aus dem Haus ist oder nicht. Das wäre eine andere Frage. Aber wenn wir jetzt einfach mal das Finanzielle betrachten, das ist schon eine enorme Belastung. Vermutlich war es eine ziemlich coole Sache, ein eigenes Schiff zu haben. Natürlich, aber es ist trotzdem auch immer eine finanzielle Herausforderung und Belastung. Was ist, wenn wir mal zu wenig Fische fangen, wenn die Bestände zurückgehen, was es ja auch damals schon gibt, und dann damit Probleme auftauchen, dass man nicht nur 10 Monate fischt, sondern auch plötzlich im Winter fischen muss, um Bedarf zu decken und überhaupt ein Auskommen zu haben. Dann könntest du mal vielleicht einen Vorschlag machen und sagen, lieber Mann, überleg nochmal, willst du da wirklich alleine das ganze Risiko machen und eingehen? Oder holst du dir einen Kompagnon? Kompagnon ist super. Geteiltes vielleicht, Risiko. Vielleicht hat er ein gutes Verhältnis und gute Freunde, weil sie lange zusammenarbeiten mit dem Vormann. Dann kann man den ins Boot holen. Ja. Und dann würden dein Mann und der Vormann eine Partnerschaft eingehen, 50-50 beteiligt sein an dem Schiff. Aha. Und diese beiden Herren bilden dann eine Mackerschaft. Eine Mackerschaft? Eine Mackerschaft. Okay. Und beide sind dann sogenannte Macker der Mackerschaft. Macker, also von Macher oder? Vielleicht, genau kann ich das nicht herleiten. Okay. Aber auch dieses Wort gebrauchen wir heute in einem anderen Zusammenhang häufig. Sag mal, ich habe gerade die erste Frage und dafür gehen wir vielleicht sinnvollerweise wieder nach oben. Gut. So ein riesiges Trumm von einem Schiff, das Haus ist zwar groß, aber nicht so groß. Wie hat man das hier reingebracht und wie lange steht Maria? Das schon hier? Ja. Ja, wunderbar, das kann ich dir zeigen. Im Zweiten Weltkrieg sind einige Bomben hier auf das Haus gefallen. Mhm. Das heißt, die Decke hier oben war früher mal zu. Mhm. Hier ist runtergekommen, hat die Ausstellung zerschlagen, viele Modelle. Und da musste man etwas Neues suchen. Und man ist dann losgezogen, nachdem die Reparaturen hier am Gebäude gemacht wurden. Mhm. Und dann hat man plötzlich in Norddeutschland in dem Fluss Stör dieses Schiff entdeckt. Das ist die Maria. Ist aber auch schon kaputt gewesen. Denn 1880 wurde sie gebaut und von 1905 bis 1950 haben die letzten Macker die Maria betrieben. Okay. Danach gab es keine Eigner. Die Schifffahrt oder beziehungsweise die Fischerei ändert sich natürlich auch. Das heißt, in dem Zustand war sie vermutlich auch günstig zu haben? Sie war günstig zu haben, aber man musste sich natürlich hier in München auch erstmal durchsetzen gegen die Fraktion im Hause, die gesagt hat, was sollen wir da mit dem kaputten Schiff? Man hat sie durchgesetzt, hat sie gehoben, hat sie auf die Werft gebracht, hat sie wieder in den Zustand von 1880 zurückversetzen lassen, also restauriert. Mhm. Und dann steht jetzt oben in Norddeutschland ein 20 Meter langes, 5,50 Meter breites Schiff. Ja, und will auf die Autobahn. Und will auf die Autobahn, 50 Tonnen, so die LKWs sind schwierig. Also hat man Folgendes gemacht, man hat die frisch restaurierte Maria rein aus Holz gebaut, mit riesigen Sägen erst einmal in kleinere Stücke zerteilt. Teile und Herrsche. Ähnlich. 6 Teile. Aha. Jedes dieser Teile kam auf einen Eisenbahnwaggon, wurden nach Süden, nach München gefahren, abgeladen, in den Hof des Museums und dann durch die Haupteingangstür, wo du auch heute reingekommen bist. Und dann musst du das als Puzzleteil und wieder zusammenbauen. Dann hat man sie hier wieder zusammengebaut, einen Teil weggelassen, damit eben unsere Gäste auch mal schön hineinschauen können. Nicht schlecht. Ja. Und wenn nur noch eine Frage zu klären, wenn ich Fische fange, Schollen, Seezungen, wo lagere ich die? Okay. Da ist es etwas Besonderes. Gibt es einen Frachtraum?
Ist etwas Ähnliches. Es gibt quasi so eine Art Fischtank. Einen Fischtank? Und das nennt sich die Bünn. Aha. Wenn wir mal hier in den Ausschnitt ganz nach unten schauen, dieses kleine Apartment, da sieht man es noch. Da ist ein Loch in der Ecke. Von oben runtergeschmissen durch den Schornstein. Damit die Fische auch leben bleiben, brauchen sie Wasser, Frischwasser. Ja. Und deswegen ist dieses Compartment die Bordwand durchbohrt. Das heißt, du hast ein Aquarium an Bord und das machst du richtig pickepacke voll. Kann man so machen, ja. Okay. Oder könnte man so sagen. So hat man es ja gemacht. Das wäre quasi ein Aquarium an Bord und da bleiben die Fische schön frisch. Heute macht man es noch genauso, denn wenn man mal Berichte von der Krabbenfischerei in der Beringsee sich anschaut, Lebendfang. Lebendfang, okay. Ganz genau. Aber von der schweren Arbeit der Fischer mal weg, zu etwas Vergnüglicherem vielleicht. Wie wäre es mit so einer Fahrt in einer Gondel, heute ja auch nicht mehr in diesen Zeiten, aber ja. So das Typische, wie wir es aus Venedig kennen. Fantastisch. Sehr luxuriös. Ja. Kriegt man heutzutage ja auch nur stundenweise. Schwarze Gondeln übrigens erst seit dem 16. Jahrhundert, weil ein Doge hat da mal einen Erlass herausgegeben, dass das mit den vielen bunten Farben doch zu lassen sei. Ach so. Und deswegen wurden die alle schwarz gemacht. Ich komme auf die Aber andere schau Seite. Mal bitte vom Heck zum Bug, wie die Form aussieht. Also wenn ich mich jetzt nicht so aufstelle, dann würde ich sagen, die ist krumm und schief. Genau, richtig. Die ist also gebogen. Warum ist die gebogen? Ganz einfach. Mach mal Platz, dass der Felix das auch zeigen kann. Ja, genau. Ich hoffe, er kriegt das auch so auf die Kamera. Das ist alles sehr wild. Und der Gondoliere steht ja hier auf einer Seite. Ja. Arbeitet hier. Und das ist das wichtigste Teil mit. Die Forcula, das ist quasi die Gangschaltung. Die Gangschaltung. Der Gondel. Je nachdem, wo ich hier den Riemen anlege, kann ich schneller, langsamer fahren, ich kann die Richtung ändern, kann scharf bremsen, quasi einen Notstopp einrichten. Aber alles auf einer Seite? Alles auf einer Seite. Und wir wissen vom Rudern her, wenn wir nur einseitig arbeiten, fahren wir schnell im Kreis. Und um das auszugleichen, hat man die Gondel, die ist bekannt schon seit dem 12. Jahrhundert. Keiner weiß aber genau, wann direkt es mal die erste Gondel gab. Das heißt, vorher mussten die vielleicht wirklich links und rechts? Vorher mussten die vielleicht tatsächlich links und rechts arbeiten, aber mit dieser Form kann ich die Richtung behalten, gerade. Und dann lande ich heute vielleicht vor einer Brücke im Stau. Ich sitze ja lieber drin, als dass ich selber Hand anlege. Würde ich auch machen, ja. Nun haben wir jetzt schon ein bisschen die Segel behandelt, Rudern als Antrieb. Das ändert sich ja auch. Mhm. Wenn die Besucher kommen, wenn wieder geöffnet ist, anhand von Modellen kann man dort so ein bisschen hinten sehen, den Übergang von Rudern bis hin Segel, bis hin zu den neuen Dampfmaschinen. Mhm. So ein Schiff würde ich dir gerne zeigen jetzt einmal. Sehr gerne. Wenn wir jetzt mal die alten, die wunderschönen Segler nehmen, ein Vollmastschiff, 5 Masten. Das ist jetzt schon ein richtig großes. Das ist ein richtig großes Schiff. 8000 Tonnen Ladung kann man dort einbringen. Kann Salpeter zum Beispiel aus Chile holen. Mhm. Oder mit solchen Seglern hat man im 18. Jahrhundert ja auch Tee aus China geholt. Und der Begriff eines Teerennens oder der Teerennen sagt dir vielleicht auch etwas? Nein. Mit warum müssen die Schiffe größer werden, eleganter, immer schneller? Ja. Ganz einfach. Wenn es in China den ersten Tee gibt, frischen Tee, soll der schnell zum Konsumenten nach England. Also aus Qualitätsgründen. Einmal das, aber viel wichtiger als die Qualität ist, das Schiff, das als erstes mit dem neuen Tee einläuft in den Hafen. Macht die besten Preise. Macht die besten Preise. Okay. Es hat noch keine Konkurrenz. Okay. Und sagt, ihr wollt den frischen Tee? Ja. Ich hab ihn. Ja, und zwar nur ich. Und zwar nur ich, ja. Also zahlt ihr meinen Preis, wenn ihr frischen Tee haben wollt oder nicht? Ja, wenn das zweite Schiff kommt, dann ist vorbei. Dann fallen die Preise, nicht? Menge steuert den Preis häufig mal, nicht? Marktwirtschaft. Ja, Wucher war schon immer lukrativ. War schon lukrativ. Und, aber wenn ich hier ein Vollmastschiff, 5 Masten habe, ein Vollschiff, dann brauche ich hier gut 100 Leute, um das zu arbeiten. Okay. Das heißt, dort werden auch schon die Kosten-Nutzen-Rechnungen von Rädern sehr, sehr wichtig. Also aber Schifffahrt ist ja bis heute ein teures Investitionsgeschäft. Ganz genau, ne? Richtig. Und das ist früher auch schon so. Immer eine Frage, wie viel Ladung kann ich mitnehmen, wie viele Leute muss ich bezahlen, Seeleute. Ja. Und dann wird auch hier Mannschaft entlassen und wir setzen Segel vielleicht mit Hilfe einer solchen Dampfwinde eben über eine Dampfmaschine.
Und dann sind Leute freigestellt, müssen sich eine andere Arbeit suchen. Mhm. Und vielleicht, ja? Ich hätte eine Frage auf dem Ohr. Bitte. Und zwar von Magnus, 7 Jahre alt, der möchte gerne wissen, unter all den schicken Sachen, die du hier rumstehen hast, was ist denn das berühmteste Schiff, das du hier anbieten kannst? Das berühmteste Schiff? Mhm. Also irgendwie sind die alle berühmt. Ja? Ja. Aber wenn ich persönlich mir das nochmal, würde ich sagen, ist es in dem Sinne kein Schiff, sondern ein Boot. Ein Boot? Das wir heute leider nicht sehen, lieber Magnus. Aber das steht im Untergeschoss. Mhm. 42 Meter lang und das ist das allererste U-Boot, was Deutschland je gebaut hat im Jahre 1906. Hat es einen Namen? Nein, das heißt U1. U1. Oder genauer gesagt müsste ich sagen 1906 SM U1, nämlich seiner Majestät Unterseeboot 1. Ja. Ist doch fast ein Das Name. Wäre für mich das berühmteste und wenn Magnus hier ist und sich die Geschichten und die Objekte anschaut, wird er vielleicht für sich auch ein ja, berühmtes feststellen oder für sich entdecken, ja, was er für das Berühmteste hält. Fantastisch. Ja. So, aber was mache ich jetzt als Seemann? Dort kann ich keine Segel mehr setzen. Vielleicht lande ich hier in einem neuen Job. Ja. Nämlich Dampfschifffahrt. Dampfschifffahrt. Und damit es überhaupt Dampf gibt in der Maschine, brauchen wir Kohle und Heizer. Und zwar viel davon. Und zwar viel. Ja, wenn ich jetzt so Anfang 20. Jahrhundert vielleicht über den Atlantik nach Amerika möchte, dann kommt ein Güterzug in den Hafen, 400 Waggons, etwa 8000 Tonnen Kohle. Ja. Die müssen vom Waggon umgeladen werden auf einen Pram, vom Pram, also ein Lastschiff, was die Kohle zum Kreuzfahrtschiff, ja, wie wir hier sehen, ja, kein Sand reinmachen, sondern Kohle. Mhm. Und dann wird die Kohle wieder umgeladen in die Bunker meines Schiffes, mit dem ich meine Atlantikfahrt mache. Und es staubt wie Hölle. Es staubt fürchterlich. Und dann als Heizer würde ich hier arbeiten. Ja. Ein Heizer hat eine Schicht von gut 4 Stunden. Ja. Das heißt, er muss... Also 4 Stunden schaufelt er sich 4 Stunden schaufelt er, genau. Und zwar muss er 1500 Kilogramm Kohle dann in den Kessel geschaufelt haben. Was macht das mit dem Rücken? Da bildet sich eine sehr gute Rückenmuskulatur auf. Ich behaupte ja immer, die hatten früher eine bessere, weil sie körperlich gearbeitet haben, Muskulatur. Ja. Und dann haben sie vielleicht nicht so viele Rückenprobleme gehabt wie wir, wenn wir nur am Schreibtisch sitzen. Also Tipp für zu Hause, schaufelt mal eine Tonne Kohle am Tag um und schon geht's. Das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Aber vielleicht, wie es immer gesagt wird, nicht so ein bisschen körperliche Bewegung. Vielleicht. Müsste ich 200 Kilo auch mal Kohle. Vielleicht nur das. Oder ein paar 10 Liter Eimer Wasser irgendwie mal heben. Nein, aber das ist jetzt der Heizer. In der Hierarchie ist das schon ziemlich weit unten, wenn ein Schiff ist. Aber uns könnten uns kein auch Facharbeiter noch, mehr? Doch, in dem Sinne schon. Aber, wenn wir das so wollen. Aber es könnte noch schlimmer sein, wir könnten der Mann mit dem Schubkarren sein. Okay. Das ist der sogenannte Trimmer. Denn ein Heizer braucht ja Kohle an seinem Platz, damit er sie in den Kessel schaufeln kann. Ja. Und das besorgt der Trimmer. Der das heißt Arbeitsteilung? Aus den Bunkern holt der mit der Schubkarre Nachschub für die Heizer. Ja. Und jetzt kommt's, ein Trimmer muss aber in seiner Schicht 2 Heizer mit Nachschub versorgen. Okay, der ist doppelt gelackmeiert. Muss doppelt arbeiten. Das ist jetzt daher natürlich wie im Bergwerk, dunkel, staubig. Mhm. Die psychische Belastung ist schon sehr hoch, 40 bis 60 Grad Wärme, okay, hohe sauber. Luftfeuchtigkeit. Ja. Ja. Und da gab es dann auch schon, ja, man muss es leider sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts unter der Berufsgruppe der Heizer eine vermehrte Selbstmordrate. Oh, ja, weil die Bedingungen, ich glaube, das sagt schon viel über die Arbeitsbedingungen aus. Ja. Und dann dauert es natürlich lange, bis sich da was ändert. Und das ging über die Jahrzehnte blieb das relativ gleich, ne? Einmal schaufeln, immer schaufeln. Man kann sich vielleicht mal zur Aufsichtsperson hocharbeiten, dass man dann nur noch beaufsichtigt, die Heizer. Mhm. Aber für alles andere, für die nautische Mannschaft, brauche ich ja wieder Schulbildung, muss ich wieder eine Ausbildung machen. Also das ist dann schon schwieriger. Okay. Nichts ist unmöglich, aber schon sehr viel schwieriger. Aber nicht nur Theorie, ich würde jetzt doch mal gerne eine Dampfmaschine in Aktion zeigen. Du hast eine Dampfmaschine Ich habe hier eine Dampfmaschine. Da achten wir auch sehr drauf, denn als hier der Renzo, als Vertreter für die Dampfschiffe, das ist übrigens ein Schlepper, der auch in Venedig gefahren ist, der Schiffe gezogen hat, Fracht. Und der ist jetzt auch nicht mehr aus Holz. Der ist auch nicht mehr aus Holz, der ist aus Metall, rein aus Metall gebaut, hat aber auch nur 3 Mann Besatzung, okay. Ein Steuermann, einen Heizer, anfangs mit Kohle befeuert und
einen Maschinisten. Mhm. Und jetzt, danke für das Licht. Jetzt muss ich doch mal nach dem richtigen Schlüssel suchen. Hier haben wir ihn. Und dann schaut doch mal. Ich gucke. Der Felix mit der Kamera guckt auch. Oh. Ja, das ist dann natürlich schon ein etwas lauterer Arbeitsplatz. Ja. Bei uns jetzt nicht so. Das sieht so ein bisschen aus wie innen in der Titanic, nur kleiner. Wie bitte? Titanic. Ja, so ähnlich. Wie viel Kraft hat diese Maschine? Was kann die? Die soll ja nicht schnell fahren. Die hat so 122 Umdrehungen. Ja. Etwa in der gleiche PS-Zahl etwa. Und, aber schon mehr als mein kleines Auto. Genau. Und vor allem mehr als dieses kleine Dampfschiff. Was wir gleich das ist auch ein Dampfschiff? Das ist auch ein Dampfschiff. Okay. Und sie sind gar nicht an. Auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, da hat jemand Schnaps gebrannt oder sowas. Aber das sieht vielleicht ähnlich aus, nein. Aber wir haben quasi dasselbe Prinzip. Ja. In der Renzo und hier. Das ist bloß ein bisschen ja, für den Sonntagsausflug. Ah, okay. Stell dir vor, wir sitzen hier vielleicht der Mann im Frack und Zylinder, der Sohn, je nach Zeit, weil es Mode ist, im Matrosenanzug. Im Matrosenanzug? Ja, war mal eine Zeit lang Kaiserzeit. Freiwillig. Mode. Ob die Kinder das immer freiwillig angezogen haben, ist eine andere Frage. Aber es war halt Mode. Mhm. Und vorne vielleicht die Dame des Hauses mit feinstem Ornat und Sonnenschirm. Okay. Und dann könnten wir über einen Fluss oder auf dem Teich fahren oder einem See bei uns in der Nähe. Und dann muss ich hoffen, dass mein Mann weiß, was er tut. Zum Beispiel. Hier wird Kohle eingeschaufelt, um das Feuer zu heizen, damit das Wasser verdampft wird. Dann läuft der Dampf, kommt hier erst in diesen kleinen Hochdruckzylinder. Wenn er sich entspannt hat, Arbeit verrichtet hat, die erste, läuft er in den Niederdruckzylinder. Dort entspannt er sich weiter, verrichtet weitere Arbeit. Und dann haben wir hier den Auslass, Schornstein und ein weißes Wölkchen geht nach draußen. Ich habe zwei Fragen, also eine Frage mit zwei Teilen. Wie schnell waren denn dann deine Motorboote, Motorschiffe? Wie schnell ist das? Wie schnell kann die Renzo? Das hat 2 PS. 2 PS? Das wird nicht schnell sein. Die genauen Zahlen müsste ich tatsächlich nachschauen. Okay. Aber es ist schon schneller als zu Fuß, wenn man läuft, vor allem auf Dauer. Zum Beispiel haben ja auch die Automobilfirmen, weil sie auf Land nicht fahren durften, ihre Motoren getestet in Booten auf Flüssen. Ach. Ja. Und da gab es dann auch schon Verwunderung, warum was da so schnell vorbeituckert, wenn man an Land läuft. Aber der rennt so 20 Knoten vielleicht. Ach, das ist schon zu schnell. Hast du kmh dazu ungefähr? Was sind 20 Knoten? Ein Knoten ist nicht ganz 2 km/h. Okay. 1,8 × 7,8. Also ein Silberpfeil ist es nicht. Ein Silberpfeil ist es nicht. Aber solche Daten muss ich einfach auch gestehen. Die gehen durchs Raster, die hat man nicht immer auswendig parat. Da muss ich auch häufig mal nachschauen. Nein, aber was der ganz große Unterschied ist, und darauf wollte ich eigentlich eher hinaus, hier geht der Dampf raus, das heißt, unser Wasserbehälter ist irgendwann leer. Ja, muss ich nachkippen. Werden. Und das kann man machen, weil wir ja auf Süßwasser fahren. Ja. Bei der Renzo könnten wir das nicht machen. Warum nicht? Wir hätten Salzwasser und wenn wir da ein offenes System hätten, Salz in Wasser aufgelöst, kann jeder den Versuch machen. Salz in Wasser auflösen, mal erwärmen, dann das Wasser so verdampft. Kruste. Und was habe ich dann dort drin? Ja. Oder hier das Münchner Wasser im Wasserkessel. Warum ist das plötzlich so weiß? Ja, Kalk. Ist das Ähnliche? Habe ich Kalkablagerung hier, die Salzablagerung. Irgendwann sind die Bohrreite zu nach ein paar Tagen. Dann kann ich wieder nicht arbeiten. Dann muss ich alles wieder ausbohren, alles wieder reinigen. Und das kostet Zeit. Also haben wir hier ein geschlossenes System. Das heißt, wir haben einen großen Wassertank. Das Wasser wird verdampft, verrichtet seine Arbeit, wird wieder kondensiert, abgekühlt, flüssig gemacht und dann zurück in den Tank geleitet. Und somit haben wir einen geschlossenen Kreislauf. Und das ist eben nur der einzige Unterschied. Technisch sind die nur unterschiedlich groß, aber selbe Technik. Das heißt, das Wasser aus dem Meer bringt mir erstmal gar nichts? Für ein Dampfschiff, wenn ich über Salzwasser fahre, über das Meer, über den Atlantik, bringt mir das nichts. Nein. Wie müsste. Beim Trinken, das darf man ja auch nicht trinken. Das darf man auch nicht trinken, ganz genau. Richtig. Ja, wo möchtest du noch hin? Was hast du noch Schönes? Ach, wollen wir mal schauen, hier hinten, wo wir das Neue haben. Ich sehe Moderne. Ja. Nicht mehr Dampfschiffe, sondern Kreuzfahrtschiffe. Wenn man hier mal den Vergleich sieht, in der Leistung. Hier müsste ich also bei der guten Europa, um damit über den Atlantik zu kommen. Haben die dasselbe große Verhältnis? Viel Kohle. Nee, ne? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Aber wir haben hier viele Kohlebunker,
viele Menschen, die dort arbeiten. Hier fährt alles anders. Da fährt aber im Moment ja auch relativ wenig, ne? Also im Moment fährt da relativ wenig und wenn, dann ist man als Gast gestrandet. Ja. Natürlich, die Verhältnisse sind ganz, ganz anders. Aber das war ja eigentlich kein klassisches Kreuzfahrtschiff, nein, oder? Insofern, damit könnte ich als Auswanderer drüber fahren. Und da ist immer die Frage, erste Klasse Passagier, zweite Klasse, dritte Klasse. Die Leute, die Menge an Auswanderern in der dritten Klasse, die im Verhältnis ja weniger bezahlen, aber die große Menge bringt dem Reeder mehr Geld ein, als die ganzen Erste-Klasse-Passagiere. Die vermutlich auch alle sehr anspruchsvoll sind. Sehr anspruchsvoll. Da muss immer die Musik spielen. Man will Kaffee, Kuchen haben, Tee, Schokolade. Ja. Das sind diese ganzen Annehmlichkeiten. Da bleibt nicht mehr viel übrig vom Fahrpreis. Die, die ein Bett haben wollen, drei Mahlzeiten, ansonsten zufrieden sind, in ihren Unterkünften ihre eigene Unterhaltung zelebrieren, die bringen das große Geld. Einmal Bremerhaven, New York, wie lange hat das gedauert? Na, 6-7 Tage. So etwa mit so einem Schiff. Einmal eine Woche Urlaub. Einmal Woche Urlaub, kann man sagen. Ja. Oder wie es heute mal heißt, nicht entschleunigt. Ja. Hier ist natürlich moderner, aber was mir jetzt auffällt. Okay. Und euch vielleicht auch. Warum ist denn hier ein Auge dran? Also ich habe das schon mal gesehen. Es hat vorne ja auch einen Mund. Das heißt, es ergibt ein Gesicht. Warum ist der Bug ein Gesicht? Das ist wieder eine andere Frage. Da kann natürlich jeder Reeder auch machen, was er will. Aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Okay. Mir sind die persönlichen Gründe, warum man jetzt auf der Werft das so angemalt hat, in der Kreuzfahrt nicht bekannt. Mhm. Aber so ein Auge auf dem Schiffsbug gibt es schon bei den alten Phöniziern. Das ist quasi ein Auge der Götter immer, der jeweiligen, die man hat. Das sehende Auge, das über uns wacht. Kronos, ja, das Auge des Gottes, der Gottheiten, die gehen weit übers Meer, die können über den Horizont schauen, wissen die Gefahren unter uns. Das ist also ein Schutz. Und daraus entwickeln sich dann langsam Galionsfiguren. Okay. Ja? Jetzt habe ich noch eine Frage auf dem Ohr. Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie viel Sprit so ein Riesentrumpf verbraucht? Da müsste ich auch nachschlagen, weil das ist immer sehr unterschiedlich. Die neueren verbrauchen schon sehr im Verhältnis weniger. Neuen. Seit 2016 gibt es zum Beispiel bei Neubauten in Deutschland, Kreuzfahrtschiffen auch Verordnungen, dass man eben Abgaswäscher hat in verschiedenen Formen, um die Umweltbelastungen zu reduzieren. Und Flüssiggas gibt es, glaube ich, inzwischen auch als Antrieb, ganz gibt neu. Gibt es auch, da versucht man auch neuere Sachen auszuprobieren. Einfach eben auch, Umwelt ist ganz, ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn wir überlegen einmal, die Schiffe pro Tag fahren, je nachdem, zwischen 40 bis 50.000 Schiffe jeglicher Art und Größe über die Weltmeere weltweit. Und die fahren eigentlich ausschließlich heute noch fast alle gleich mit Schweröl. Und man könnte jetzt immer sarkastisch sein und sagen, ich fahre umweltbewusst mit meinem Tesla in den Hamburger Hafen und besteige ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Die Umweltberechnung brauchen wir nicht machen. Schifffahrt belastet eben auch die Welt. Und Schifffahrt haben wir alle, weil Ware für uns transportiert ganz genau, wird. Genau, richtig. Wie viel Warenverkehr, sogar der Tesla, das merken wir ja, das merken wir ja heute, ja? Ja. An den Waren, gerade wo wir in der Notzeit sind, die Warenflüsse müssen gewährleistet sein. Und das geht hauptsächlich eben durch Produktionsstätten in anderen Kontinenten über die Schifffahrt. Ja? Und, bis aber international ein Standard geschaffen ist, sodass jeder dieselben Standards einbaut, das dauert immer sehr viel lange. Okay. Da ist viel Geduld und Überzeugungskraft von. Also die unterschiedlichen Kategorien von Dreckschleudern. Zum Beispiel, ja. Kann man ruhig so sagen, glaube ich. Gut. Wie liegen wir denn in der Zeit? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich schau mal. Ja, wir sind schon über eine halbe Stunde drüber. Also. Nun habe ich mich also wieder verplaudert. Aber ich hoffe, das war nicht schlimm. Wir können vielleicht noch zum Abschluss eine Sache machen. Okay. Ja? Ja, wir folgen hier. Dürfen wir beide uns gerne mal ausprobieren. Aha, okay. Mit der Kraft und welcher Kraft wir Segel setzen könnten. Ich muss jetzt ein Segel setzen. Wir ziehen jetzt einfach mal. Okay. Und mal schauen, wie wir die Kraft haben. Einfach mal? Einfach mal. Ja, ups. Also noch hebt sich nichts ab. Nein. Aber wenn du vielleicht gesehen hast, könntest du gerne mal ausprobieren. Einmal hier mit derselben Kraft ziehen und dann dort. Okay.
sehr gut. Machen wir jetzt hier 360. 360. Dann dort. Ja. Oh, und da kommst du plötzlich auf über 400. Okay. Wie kommt das? Da ist bestimmt irgendein physikalischer Trick dabei. Ganz genau. Und da schauen wir nach oben und schauen uns die Blöcke an. Umlenkrollen. Die Umlenkrollen, genau. Okay. Ein Block. Und das heißt, hier kommt quasi das Prinzip Flaschenzug zum Einsatz. Okay. Und damit können wir als Seemann insofern auch einmal ein bisschen Kraft sparen. Es geht oder mit unserer selben auf die Hände. Kraft. Das ist ganz schön fies. Ja, natürlich. Aber wenn wir das eine Woche lang gemacht hätten, mit einem solchen Tau an die Segel zu setzen, dann hätten wir Schwielen an den Händen. Dann hätten wir Schwielen. Erstmal Schwielen, dann Hornhaut. Und danach interessiert uns das nicht mehr. Und das kann man auch hier ausprobieren. Ist sehr beliebt bei Kindern und Schulklassen. Aber auch bei vielen Erwachsenen, die sich dort hier beweisen müssen. Dann sage ich vielen Dank, Karl, dass du mir heute wieder viel gezeigt hast. Ja, vielen Dank, dass ich es zeigen durfte. Und ich freue mich auf alle Besucher, die uns, wenn wir wieder geöffnet haben, hier in der Schifffahrt auch besuchen werden. Recht herzlichen Dank. Tschüss.